Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ARK. Bei mir ist der Mahandi. Jo, moin. Und wir sind hier gerade bei einem Halloween-Special, ja, Halloween-ARK-Special. Und ja, ich bin echt mal gespannt, was da auf uns zukommt. Ihr seht schon, gelber Mond. Ja, und ja, mal gucken. Ja, dann fangen wir mal an. Ja. Ja, ich war unter der Woche schon mal so ein paar Stündchen fleißig und habe ja mal eine Mauer in unser Camp gezogen, ja? Ja, weil ich denke mal, Holz sammeln und die ganze Zeit hacken und so, das ist kontraproduktiv für ein Let's Play. Ja? Erstens mal und das. Oh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nö, sprich. Zweitens wollte ich noch sagen, ist es ja einfach so, wenn wir jetzt uns wieder neue Dinos besorgen und die wieder füttern wollen, wenn wir unter der Woche mal kurz füttern kommen, offscreen, dann haben wir keine Lust hier wieder, naja, die ganze Hütte zerlegen zu lassen, wie wir das letztes Mal irgendwann mal hatten. Genau, das war nämlich sehr, sehr ätzend. Genau, so, und ich mache mir jetzt, bitte? Und apropos Tiere besorgen, wir wollten ja Tiere besorgen. Ja, richtig. Richtig? Achso, und dafür muss ich Narkotics mitnehmen. Richtig. Und Nahrung müssen wir auch besorgen. Und ich müsste mir mal eine Steinschleuder basteln. Das machen wir halt. Craftables, Steinschleuder, hatte ich doch irgendwo hier, da. Fünfmal Holz, einmal Halt, Fieber habe ich, okay, oder Fiber, nee. Ja, Fieber habe ich, hatte ich, ja. hat's mich richtig aus den Socken gehauen. Innerhalb von 3 Stunden, von richtig gut auf total beschissen und nichts mehr auf die Reihe kriegen. Also sowas hatte ich noch nicht. Schönes Ding. Nicht. Ne. So, ich habe jetzt 5-mal Narcotics dabei. Ich muss noch ein paar Steine sammeln. Ja, gut, ein bisschen Nahrung und so. Wie viel Narcotics? 5. Das reicht nicht. Oder was willst du denn tamen? Nee, wir brauchen noch mal ein paar Narco-Berries, dann kann ich reichlich noch machen. Okay, dann sammle ich schon mal hier. Weil ich habe noch 7-mal Spoiled Meat, glaube ich. Ja, ist bald. Geh weg. Was denn da? Ja, da kommt schon wieder so ein Dildo auf mich zu. Ach, ein Dildo? Ja, komm, den machen wir doch fix platt. Nee, ist schon weg. Habe ich schon abgehängt. Schade. Ich hätte ihn weggesteinschleudert. Ohne Probleme. Ja, das glaube ich dir sogar. Ja? Alter, da. Da ist er. Der ist. Nee. Ja, du hast wenigstens so eine olle Steinschleuder, oder? Und schneide kurz. Hast ja super getroffen. Ja, das Ding ist nicht gerade sehr weit, aber wenn er dann tatsächlich angegriffen hätte, wäre ich bereit gewesen. So, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Narco-Berries ich für einen brauche. Ich glaube 5. 5 haben das, ja. Das heißt, da muss noch ein bisschen was. Ich gehe mal in eine andere Richtung. Ja, und da wäre nicht schlecht, wenn wir die Seeds hätten, weil dann könnte man so einen Narco-Berry Strauch bauen. Da kriegt man dann Pflanzen. Da kriegt man dann ein bisschen mehr raus. Also ich spiele hier gerade mal mit dem Diplo rum. Und das Problem ist, ich habe keine Steine mehr, so scheiße. Ja. Das geht ja schon mal gut los hier. Ich hätte doch noch gebrockt. Geht ja super los. Und ich hab nichts, mit dem ich dich helfen kann. Den du mich helfen kannst? Ja, ja. Oder du gehst ganz schnell in eine Basis rein und machst dort zurück. Ne, hab ihn. Ist erledigt. Hab ihn weggefeilt. Ein Pfeil hatte ich zum Glück noch. Alles gut. Ach so, nee, Dragon wollte ich den nicht. Ich wollte den eigentlich. Hallo? Lass den Typen los. Nee. Ja, Release. So. Ja, der Diplo ist weg. Sehr gut. Ich muss doch nochmal hier runternehmen, ja. Irgendwas haut ja nicht hin. Ich habe immer so Frame-Einbrüche. Okay, jetzt habe ich wieder 40. Das sollte reichen. Wir brauchen Nacro. Ach, jetzt ist der scheiß Dings am Weg. Wir sind aber auch voll mutig, dass wir hier wieder in der Halloween-Nacht rumlaufen. Es soll ja angeblich Dinosaurier-Skelette geben, also sprich, da laufen dann Dinosaurier ohne Fleisch rum. Das ist oft bei Skeletten so, so ganz ohne Fleisch, ja. Oh, das ist schon wieder ein Dildo. Ich hau mal ab hier. Erstmal meine. Kann ich nicht. Ah, ich kann Bogen bauen, sehr gut.
Flintwood Thatch. Naja, okay. Dann eben Flintwood Thatch. Wow, ich habe schon 4 Narcoberries. Ist ja der mega Wahnsinn. Ey, super! Wo ist der scheiß Dilo hier? Danke. So. Repair Item. Jo Mann, ich hab ihn kalt gemacht. Sehr gut. 4 oder 5 Pfeile hat er gebraucht. Nett. Okay, dann kann ich auch gleich die Slingshot bauen. Sehr gut. Kann ich schon eine Fackel bauen. Fackel. Ah, ich habe sogar noch eine Fackel. Sehr gut. Mal ein bisschen Licht hin. Damit ihr auch was seht. Und man soll auch so spezielle Items finden können jetzt hier bei dem Halloween-Event. Aber was, kann ich dir gar nicht genau sagen. Weil ich mir mal, wie immer, super die Changelogs durchgelesen habe. Du, immerhin hast du überhaupt gewusst, dass Halloween-Event ist. Ich meine, ich habe gedacht, na, was ist denn das da für ein lustiger Kürbisschädel da? Ja, na. Achso, noch was Wichtiges beim Halloween-Event sind die Nächte länger und die Tage kürzer. Ne? Ja, was ich nicht so toll finde. Doch, da freut sich der Let's Player an sich sowieso immer. Wenn es dunkel ist, dann freut man sich. Weil YouTube nämlich die Videos auch immer extra noch ein bisschen heller stellt dann. Ja, genau. Ne? Apropos YouTube, hast du das schon gehört hier, was die Telekom und Vodafone vorhat? Alter, das habe ich sogar, habe ich, kurzum. Die sind nicht ganz dicht, sind die nicht. Aber ganz ehrlich, ich bleibe erstmal ganz locker. Das haben sie schon mal nicht durchgezogen. Naja, jetzt haben sie aber grünes Licht von der EU gekriegt, wa? Ja. Das ist die andere Seite. Ist ja letzten Endes, betrifft uns ja nur, naja, sagen wir mal, zweitrangig. Weil, also für YouTube sind wir beide bei weitem nicht groß genug, als dass wir so viel Verkehr erzeugen würden. Glaube ich jedenfalls, hoffe ich. Und, naja, wenn die Telekom, also wenn EA an die Telekom bezahlt für GameStream, dann werden die Spiele halt teurer. So einfach wird es wohl dann aussehen, ne? Na, und Steam? Ja, Steam ist ähnlich dann. Ja, wie gesagt, Spiele werden halt teurer. Ja, da bin ich mal gespannt, was da auf uns zukommt, ganz ehrlich. Ich auch. Und geil finde ich es auf keinen Fall. Das wollte ich damit auch nicht gesagt haben. Also, ja. Absolut nicht. Und ich habe hier gerade tierisches Ruckeln. Echt? Ja, gar nicht. Bei mir läuft es. Ich hatte auch so eine Spikes. Habe ich mal die Renderauflösung ein bisschen runtergenommen. Ja. Und jetzt geht es hier konstant 40 bis 50 FPS. Also optimal eigentlich. Oh. Ich bleibe erstmal locker, bevor ich hier die Render-Dinge runterstellen muss. Aber erstmal... Bin doch eh schon nicht mehr ganz oben. Oh, schon wieder ein Dildo. Hauen um. Mach's kaputt. So, wie viele Narcoberries habe ich jetzt? Ah, daneben. 17 Stück. Oh Gott, jetzt sind es auch noch 2. Ich muss hier weg. Dann nimm die Beine in die Hand. Alle Beine, ja, die du hast. Definitiv. Wenn du die Möglichkeit hast, lass dir noch 2 zusätzlich ranschrauben. Dann geht's schneller. Ah, ich hätte gern wieder so einen Skorpion. Die waren cool. Ja, die mit denen waren auch cool, aber die waren auch ganz schön tödlich. Ja, mit denen bist du echt schnell unterwegs. Ach so, zum Reiten meinst du? Ja. Okay. Und das Coole ist, wenn du auf so einem Dino sitzt, andere Tiere mit angreifen. Und bei so einem Skorpion ist halt eine feine Sache. Der fügt den Viechern Schaden zu, aber betäubt die auch gleichzeitig. Weißt du? Also du hast eine Chance, die ohnmächtig zu machen mit dem Skorpion. Coole Sache. Was eine ziemlich coole Sache ist, ja. Na, ich hoffe ja mal, dass wir irgendwann mal ein bisschen Progress schaffen, auch mal vorwärts kommen. Ja. Und ich bin ernsthaft gespannt, was da noch alles kommt, weil wenn ich mir bei anderen Leuten so die Videos angucke mit der Rumpfliegerei und was weiß ich, was die da für Basen stehen haben mit ne? Naja, dann wird's schon, ist schon der Burner. Ja, bin ich schon gespannt. So, wie viele Narcoberries habe ich denn jetzt schon? 13. Also das wären zweimal Narkotikums. Genau selbige.
Wo treibst du dich rum? Was für Tag? Die Musik stimmt den Tag ein. Ja, ich hänge da hinten rum, wo wir... Naja, in einer anderen Richtung halt. Ah, jetzt sind wir wieder relativ beieinander. Oh, was ist denn nun los? Oh, ich muss was futtern. Dann hau ich mir mal so eine Bären rein. Und die Narkotik-Dinger da, die schmeißen wir eben dann einfach ins Ding, in Mortar. Okay. Oh, Verzeihung, falls man das gehört hat. Also ich habe nichts gehört. Sehr gut. Wenn du es nicht gehört hast, hat's. Oh, Sekunde, nochmal eben wieder. Ja. Na, der Andi ist auch ein bisschen kränklich. Das ist auch die Jahreszeit dafür, für den Scheiß, ey. Ich hasse Winter. So, da bin ich wieder. Ich glaube, bei mir im Video hat man es noch kurz gehört, aber naja. Wie auch immer, jedenfalls bin ich wieder hergestellt und ich hasse Winter auch. So, wollte ich nochmal eben ganz kurz dazu bemerken. Ich sammle noch jetzt noch zwei Narcoberries und dann haben wir drei Necros. Ja, ja, ich habe ja auch noch, was habe ich jetzt einstecken? 24. Ja, dann haben wir schon ein bisschen was auf Reserve. Darum. So, dann schmeiße ich mal eben ein bisschen Holz rein. Ich habe auch schon den Raw Meat da reingeschmissen von eben. Und mach das mal eben wieder an, das Feuerchen. Dann futter ich mal was und dann bastle ich schon mal die ersten Narcotics. Bräuchte ich noch für. Hier, vergammeltes Fleisch, genau. Ja, aber da haben wir inzwischen ja reichlich von. Ja. So, vier Stück kann ich jetzt schon mal so herstellen. Ich dachte, das war Tag, Alter. Wo ist denn hier Tag, ey? Und ich habe ein Level up. Yay! Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke. Das dauert bei mir noch eine Weile. Aber gut, du bist auch noch nicht Level 15, ne? Nee. Jetzt bin ich Level 14, glaube ich. Warte mal, ist gerade alles ein bisschen... Was ist denn das? Okay, ich habe einen Friedhof gefunden, Andi. Was? Ich habe einen Friedhof gefunden. Ja, lauf mal... Du hast es schon verstanden. Achso. Ja, hier ist ein Friedhof. Okay. Die Engramme kümmere ich mich darum. Edit a stolen headstone. Okay. Ich habe gerade einen Grabstein geklaut. Ja, kann man machen. Die Frage ist... Ja? Ja, ich warte mal auf dich. Komm mal hier. Oh. Ja, wo muss ich denn hin? Ja, lauf mal in Richtung großen Turm da. Dann kommst du, siehst du ja irgendwann meinen Namen aufleuchten. Großen Turm. Also Basis rechts oder links raus? Wenn du vor der Basis... Vor der Tür. Nach links raus. Achso, da wo wir herkommen, original, ja? Genau. Ja, ich habe hier gerade ein kleines Diplo-Problem. Nun versuch es doch mal diplomatisch zu lösen. Na. Der war echt ganz schön schlecht. Aber ist nur Level 19, müsste ich. Oh ne, Level 72 ist der, verdammt. Okay, Stolen. Headstone. Oh, die sind ganz schön schwer, 12 Kilo, Alter. Naja. Die Frage ist, man muss bestimmt alle einsammeln hier oder so. Und dann passiert irgendwas, denke ich mal. Ich muss den kurz killen. Hab ihn kurz tot. Also, betäubt. Ich muss ihn jetzt noch eben killen. So. Und dann mache ich mich weiter auf den Weg zu dir. Doch toll, einmal Raw Meat und dreimal Hide rausgekriegt aus dem 72er Diplo. Geil. Hat sich ja richtig gelohnt. Und was futtern muss ich schnell. Und dann komme ich aber. So, jetzt ist der Andi auf dem Weg. Und es wird doch Tag. Ist doch alles gut. Ich muss jetzt nur zusehen, dass ich nicht nochmal wieder in... Oh, na, ich bin im Depot gerannt. Ich renne weiter. Und wenn keine Kampfmusik kommt, bin ich an dem vorbeigerannt, oder was? Ja. Weil ich bin quasi fast genau durch den gerannt. Und der hat's nicht gemerkt, der Idiot. Schon wieder so ein Lexbike gehabt. Ja, hab ich auch. Ab und zu. Ich weiß nicht, was an was das liegt. Komisch, komisch. Also noch bist du nicht an mir vorbeigelaufen.
Nee, ich regain erstmal meine Stamina. Okay. Da unten ist so ein Höhlenmensch-Typ. Also du bist fast, quasi fast unter dem Obelisken, ja? Nee, nee, so weit bin ich nicht. Das ist am Strand lang bestimmt, ne? Naja. Oh nein! Level 12er Diplo. Na komm, krieg mal meinen Drohne. Ich muss unbedingt dran denken, hier näher Steine aufzusammeln. Also ich bin gar nicht so weit weg von der Basis. Also ich sehe von dem Punkt, wenn ich zum Strand gehe, sehe ich unsere Basis. Noch ein zweiter Diplo. Also ich denke mal, du bist schon zu weit gerannt. Ja, garantiert sogar. Denn ich bin jetzt, naja, halt da, wo wir uns ganz dran vorgetroffen hatten. Nee, da, das ist zu weit. Und hab zwei Diplos gekillt. Ja gut. Ich bin der Diplo-Killer. Und komm zurück. Ich werde mal nochmal meine Render Distance hochstellen. Wo ist er denn? View Distance. Und da gibt es ja, habe ich gesehen, im Internet so eine interaktive Karte. Die sollten wir uns mal aufbauen bei Gelegenheit. Wo du halt selber deine Sachen eintragen kannst, wo du was gefunden hast und so. Und wo was hauptsächlich rumrennt und all solche Geschichten. Ganz okay. Cool. So wie damals bei DayZ, weißt du? Gott, hier ist noch so ein oller Diplo. Also du bist aber am Strand geblieben, oder was? Also ich stehe jetzt hier am Strand und warte auf dich, ja. Okay. Da kommst du doch. Ich sehe dich immer. Ach, da bist du. Und da ist ein Diplo zwischen uns. Der ist Level 72, den lasse ich da stehen. Ich hoffe mal, der Friedhof ist jetzt noch da hier, weil es ist ja... Ah doch, der ist noch da. Okay, in der Nacht sah es ein bisschen gruseliger aus, aber... Na gut, das ist mit Friedhöfen halt mal so, ne? Ich hab die schon wieder aus dem Blick verloren. Ja, genau, in die Richtung, die du jetzt geguckt hast. Ja, weiter links. So, links. Das ist auf einer... Ach da, jetzt sehe ich dich. Okay, Hauptsache Nebel oder was? Ja, cool. Steht da auch was drauf? Keine Ahnung, aber jedenfalls kannst du sehen. Die Geräusche, ey. Cool. Ja, aber es ist... Weißt du was, ich nehme die mal kurz mit hier. Können wir doch schön hinstellen. Ah, die sind schön schwer, muss aufpassen. Macht ja nichts, wir sind ja gleich nebenan. Und, oh, jetzt bin ich so ziemlich voll. Ja, und jetzt kann ich mich gar nicht mehr bewegen. Das heißt, einen muss ich wieder raustun. Und dann bringe ich den ganzen Kram erstmal zur Hütte. Mach das. Ich schmeiß sie einfach weg, weil ich denke mal, so viel Grabsteine brauchen wir nicht. Doch. Wie war das noch mit dem Stapelteilen? Ah ja, so. Das wird jetzt aber ein langer Weg. Ja, Alter, du rennst. Was denn? Oh, Entschuldigung. Du rennst hier übelst in Zeitlupe an mir vorbei. Alter, das ist Topspeed zurzeit. Du musst aber auch so in Zeitlupe sprechen. So. Muss die Steine Hause. Ach ja. Oh, verdammt, das war zu schnell. Entschuldigung. Ach, blöd. Okay, jetzt habe ich noch... Ich schmeiß mal noch die zwei Steine weg. Und dann sammle ich mal die letzten zwei ein. Das Gute ist, ich glaube, ich habe jetzt 14 Stück davon einstecken. Und jedes Mal, wenn du stirbst, werde ich einen Grabstein für dich aufstellen. Also, nur noch 14 Mal sterben, bis Ende des Let's Plays. Es liegt in deiner Hand, wie lange das noch läuft. Ja. Aber das trifft sich auch ganz gut. Okay, also ich habe jetzt alle Steine eingesammelt und hier ist nichts gespawnt oder so. Ich hätte ja gedacht, hier spawnt irgendwo was. Aber das wäre cool gewesen. Aber vielleicht muss es dazu auch Nacht sein, weißt du? Möglich. Könnten wir vielleicht gleich nochmal gucken.
Denn wir sind jetzt gerade bei 20 Minuten angekommen. Und okay. Ich mache mein Zeitlupengerenne hier mal eben offscreen zu Ende, bis ich in der Basis bin. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut. Bis denn. Ciao.